Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Baustelleninformation. Heute wieder aus dem Studio. Der Streckenabschnitt zwischen Köpenick und Ostkreuz der Linie S3 ist diesmal unser Thema. Zwischen Wuhlheide und Rummelsburg wird es vom 25. Juni bis zum 13. Juli keinen S-Bahn-Verkehr geben. Die Ersatzverkehrslinie mit Bussen fährt zwischen Köpenick und Ostkreuz im 10-Minuten-Takt. Im westlichen Abschnitt fährt die reguläre Linie S3 zwar noch bis Rummelsburg, der Ersatzverkehr mit Bussen wird aber bewusst ab Ostkreuz gestartet. So müssen Fahrgäste, die den Ring nutzen, in Ostkreuz nur einmal in den Ersatzverkehr umsteigen. Der S-Bahnhof Betriebsbahnhof Rummelsburg kann vom Ersatzverkehr nicht angefahren werden. Die Busse halten deshalb an der Bushaltestelle Michiganseestraße, die sich in der Seewandstraße befindet. Auch im östlichen Abschnitt gibt es eine Weiterführung des Ersatzverkehrs. Die S-Bahnen der Linie S3 fahren zwar bis Wuhlheide. Aufgrund der Straßenanbindung des S-Bahnhofes Wuhlheide und wegen Köpenick als wichtigem Umsteigepunkt für alle Berliner, die mit Bussen oder Straßenbahnen aus dem Südosten kommen, startet die Ersatzverkehrslinie bereits am S-Bahnhof Köpenick. Versuchen Sie deshalb, möglichst schon ab Köpenick den Ersatzverkehr zu nutzen. Am U-Bahnhof Tierpark gibt es eine Umsteigemöglichkeit zwischen der Ersatzverkehrslinie und der U-Bahnlinie U5. Eine Besonderheit gibt es am S-Bahnhof Karlshorst. Die Anbindung erfolgt hier über die Treskow-Allee, die sehr stark befahren und auch sehr staubelastet ist. Dadurch kann es zu Verzögerungen bei den Fahrzeiten kommen. In der Zeit der Streckensperrung wird der S-Bahnhof Karlshorst grundlegend erneuert. Außerdem wird dort eine Lärmschutzwand für die Anwohner gebaut. Alle aktuellen Meldungen finden Sie wie immer auch in unserer Fahrplanauskunft auf sbahn.berlin oder in unserer App. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihre Nina.